Wir sind heute Abend in der Villa K an der Steinstraße, Krefeld hautnah für den Westbezirk und haben mit den Krefeldern über die Themen Sportanlagen im Westen, Einbrüche im Westen und die Kaserne Forstwald diskutiert. Wir haben jeweils einen Experten zu dem Thema eingeladen, die wir hier nach vorne bitten in den einzelnen Themenblöcken. Wir werden zunächst hier einige Fragen diskutieren und dann eröffnen wir jeweils die Runde, damit auch Sie alle Ihre Fragen stellen können. Zu den Sportplätzen hatten wir vorne auf der Bühne Sportdezernent Markus Schön, der den Krefeldern hier heute vor Ort gesagt hat, wie ist es um die Sportanlagen im Westen bestellt? Teils, teils. Insgesamt nicht so gut. Ich glaube, das gilt ja für alle Krefelder Sportanlagen. Also ich glaube, dass die Krefelder Sportanlageninfrastruktur große Nachholbedarfe hat. Wir haben ja Anlagen, die 60er, 70er Jahre erbaut worden sind, teilweise noch älter sind. Und es zieht sich ja durch alle Bereiche durch. Das eine sind natürlich mal unsere 18 Bezirkssportanlagen. Dann geht es natürlich auch um die Schwimmbäder. Das geht dann weiter mit dem Thema Grotenburg, was ja momentan sehr prominent auch diskutiert wird. Auch da sieht man ja, dass lange Jahre nichts getan worden ist. Und es schließt dann ab bei den Eishallen, wo wir zwar einerseits einen sehr schönen Königspalast für den Profisport haben, aber natürlich auch mit der Werner-Rittberger-Halle und der Rheinland-Halle zwei Eishallen haben, die also auch schon ihre besten Zeiten hinter sich haben, aber immerhin mit der mobilen Eisfläche jetzt in einer der beiden Hallen da Schlittschuh gelaufen und trainiert werden kann, was ja sehr schön ist. Zum Thema Einbrüche war heute Andreas Daimann da, Kriminalhauptkommissar der Polizei in Krefeld und Leiter der EG Dämmerung. Aber vielleicht erklären Sie den Leuten hier im Saal noch mal kurz, was das bedeutet. Ja, die EG Dämmerung ist eine Ermittlungsgruppe, die befasst sich nur ausschließlich mit der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs, ist hier in Krefeld auf der Hansastraße angesiedelt und wir sind im Moment knapp 10 Beamte, die sich hauptsächlich nur um den Wohnungseinbruch kümmern. Wie konkret ist das Thema in der dunklen Jahreszeit? Ja, die dunkle Jahreszeit ist die klassische Einbruchszeit. Beginnend mit dem Winter oder mit den Wintermonaten Oktober bis März steigen die Einbruchszahlen in der Regel deutlich an. Das geht dann hoch bis in den Dezember, Januar und dann fallen die Zahlen wieder runter und haben dann im Grunde von April bis September eigentlich eine Stagnation. Am meisten und besonders kontrovers wurde heute Abend über das Bebauungsgebiet Kaserne Forstwald diskutiert. Dort, wo die Stadt Wohnbebauung plant, aber die Gegner einer Bürgerinitiative gerne eine Aufforstung hätten. Wie ist der aktuelle Stand der Planung? Es gibt den sogenannten Regionalplan, das ist der übergeordnete Plan. Dann gibt es den darunter befindlichen Flächennutzungsplan. Und daraus entwickeln sich dann die Bebauungspläne. Wir hatten seinerzeit, als wir den Flächennutzungsplan für die Stadt Krefeld neu aufgestellt haben, die Absicht, dass Regionalplan, der sollte ja auch geändert werden, und Flächennutzungsplan zeitlich parallel sich verändern. Das hat nicht ganz funktioniert. Wir haben also der Regionalplan ist also angepasst worden, beziehungsweise an manchen Stellen verändert worden. Dazu gehört auch das Gelände des Forstwaldes, der Forstwaldkaserne. Das war früher im Regionalplan allgemeiner Siedlungsbereich mit einer Zweckbindung Kaserne. Das ist damals geändert worden auf Betreiben der Stadt Krefeld mit Zustimmung der Politik und mit Zustimmung des Regionalrates. Ich glaube, viele hatten die Möglichkeit, ihre Meinung loszuwerden, auch Fragen zu stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, Herrn Schön, Herrn Böttges und Herrn Dallmann. Kommen Sie gut nach Hause und lesen Sie gerne sowohl morgen auf WZ.de als auch am Donnerstag in Ihrer Ausgabe das, was wir zur Diskussion noch zusammentragen. Vielen, vielen Dank und schönen Abend. Heute Abend haben in der Villa K mit uns 40 Bürger angeregt über die Themen im Westen diskutiert. Ja.